Freitagabend, sechste Runde in der Regionalliga Salzburg und für die Salzburger Austria geht es schon zum zweiten Mal binnen einer Woche um die Tabellenführung, um den Platz an der Sonne. Wieder heißt das Spiel Nummer 1 gegen Nummer 2. Nur der Gegner hat gewechselt, Seekirchen ist bereit. Und diese Gegner, die waren in der Vergangenheit immer ein sehr unangenehmer Gegner hier im Sportzentrum Aug. Da ist die Austria das eine oder andere Mal in den vergangenen Saisonen gestrauchelt. Und diese Kirchner, die zeigen auch gleich von Beginn an, dass sie heuer eine wirklich schlagkräftige Truppe zur Verfügung haben. Viel Zug nach vorne, immer gefährlich, wie auch hier bei diesem Freistoß, den glücklicherweise Kallmann klären kann. Die Austria, die hält dagegen, bekommt aber in der Anfangsphase nicht wirklich Zugriff aufs Spiel. Seekirchen tonangebend. Die Flachgauer spielen eine ganze Serie an Freistößen und vor allem Eckbällen heraus. Ja, die Mannschaft von Trainer Mario Lapcalo, der hier seine Glückshose trägt, die ist wirklich in guter Form. Auf der Gegenseite Manuel Kreinz, knapp am Kasten von Severin Heuberger vorbei. Eckball für den SV Seekirchen. Da gibt gleich wieder einen drauf. Der bringt nichts ein, aber wir sehen dann kurz darauf diesen hier von der anderen Seite. Und Tor, drinnen ist der Ball. Die Austrianer, die reklamieren Handspiel von Dané. Ja, und das Schiedsrichtergespann, das sieht das ähnlich. Tor zählt nicht. Gibt ein bisschen Verwirrung, aber bleibt schlussendlich beim 0:0. Wäre mittlerweile eigentlich eine verdiente Führung für die Hausherren gewesen. Und die spielen natürlich weiter brav und schnell nach vorne. Immer wieder zu sehen, Abdul Hakim Dané, das ist der Mann, der gerade das vermeintliche Führungstor erzielt hat. Ja, Sorgenfalten beim Austria-Trainer. Und zu Recht, denn nun ist passiert. 27. Minute, Elias zieht nach einem Corner ab. Der Ball im Tor, diesmal zählt der Treffer. Verdiente Führung für die Hausherren, so ehrlich muss man sein. 28. Spielminute. Aber nun wird's interessant, so viel kann man schon mal verraten. Anstoß für die Austria und wir wechseln mal in die Perspektive von Severin Heuberger. Schiedermeier, Hödel, Tor, Ausgleich, Ausgleich, 28. Minute, so schnell kann's gehen, direkt beantwortet, alles wieder beim Alten. 1:1, der neue Spielstand. Der Trainer bespricht sich derweil mit Abwehrchef Matthias Theiner. Ja. So schnell kann es gehen. Anstoß Seekirchen. Das freut natürlich die vielen mitgereisten Austria-Anhänger unter den rund 700 Zuschauern im Sportzentrum Aug. Ja, die Austria ist nun plötzlich mutig, spielt nach vorne. Nico Schiedermeier sehen wir hier auf René Zier. Faulan Zier, Freistoß für die Violetten. Freistoßpfiff, das ist immer ein bisschen Wunderheilung bei vielen Fußballern. Zier wird den Freistoß auch gleich selber ausführen. Nach vorne, da ist Schiedermeier. Tor! Nico Schiedermeier, 30. Minute. Führung für die Austria. Ja, so schnell kann's gehen. Gerade noch hinten drin. Und nun führt die Austria hier in Seekirchen
mit 2:1. Eiskalt. Ja, Fußball, das denken sich sicher manche Seekirchner nun, ist ein wirklich ekliger Sport. Aber wer nun gedacht hat, dass die Seekirchner sich verstecken, der täuscht sich. Das Aluminium klärt hier für die Austria. Renezier auf Sandmeier. Aber schon wieder der Ball bei Seekirchen und landet gleich wieder bei der Austria. Und wieder Zier, Sandmeier, nochmal Zier. Schiedermeier, Kreinz ist da in der Mitte. Ach, bringt keinen Druck hinter den Ball. Heuberger hat die Kugel sicher. Ja, eine Aktion haben wir vor der Halbzeit noch. Da brennt's nochmal im Austria-Strafraum. 11 Meter hätten die Seekirchner hier gern gesehen. Aber Schiedsrichter Özgün Usterolo, der steht perfekt. Und es gibt keinen Elfmeter. Zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas feurige Unterstützung für die Violetten. Und die spielen jetzt auch gut nach vorne. Große Frage ist natürlich auch, wie sieht es bei den beiden Mannschaften konditionell aus? Die Belastung mit Spielfreitag, Montag steckt sicher einigen Spielern noch in den Knochen. Bisschen mehr Spielanteile für die Austria nun. Ball kommt teilweise ganz gut über die Seiten. Aber Seekirchen, die Jungs in Rot und Weiß, die bleiben gefährlich. Ja, taktisches Foul von Marco Hödel. Da weiß jeder, was jetzt kommt. Gelbe Karte für den Austria-Angreifer. Gar keine Diskussion. Und gibt natürlich auch keine Beschwerden. Das Spiel gegen Seekirchen, das ist eines, wo man ungern die Augen vom Spielfeld abwendet. Ständig passiert irgendwas, so wie hier. Kallmann klärt zur Ecke. Wieder mal Eckball für Seekirchen. Ausgleich. Ja. Fabian Büchele, 55. Minute. Da landet der Ball im Fünfer vor seinem rechten Fuß. Und er befördert ihn kompromisslos unter die Latte. 2:2, der neue Spielstand. Seekirchen-Kapitän Biri Bauer sucht ein bisschen Körperkontakt bei Kallmann. Da ist aber an der falschen Adresse. Spiel wird mittlerweile sehr emotional geführt, durchaus auch ein bisschen mit der härteren Gangart. Aber es ist ganz klar, beide Mannschaften wollen unbedingt von der Tabellenspitze lachen. Foul von Marinko Sorda, sagt der Schiedsrichter, gelbe Karte dafür und jetzt wird's wild. Renezier wird da weggeschupft. Klassische Rudelbildung. Da kommen auch noch die Torhüter hinzu. Ja, und die kriegen es irgendwie hin, dass sich das Ganze auflöst. Ist jetzt natürlich spannend, was kommt da heraus? Meistens, wenn es so eine Rudelbildung gibt, gibt es irgendwelche Konsequenzen. Das Schiedsrichterteam beratschlagt sich, da muss Renezier zum Rapport. Ah, gelbe Karte für Zier und rote Karte wegen Tätlichkeit für Vorderegger. Er ist der Spieler, der zu Beginn Renezier so unsanft weggeschupft hat. 69. Minute, Seekirchen nur noch zu 10 und auch der Trainer Mario Lapcallo kriegt hier gelb. Ewig lässt sich der Linienrichter seinen Job ja auch nicht erklären. Und mit den Karten geht's weiter. Kapitän Manuel Kreinz wird hier mit einem gelben Karton bedacht. Kreinz argumentiert hier natürlich, er hätte nur den Ball gespielt. Diese Kirchner sehen das naturgemäß anders. Der einzige,
dessen Meinung zählt, das ist der Schiedsrichter. Und der sagt gelbe Karte für den Austria-Kapitän, Freistoß für den SV Seekirchen. Ja, paar Minuten geht's noch und eines muss man den Seekirchnern wirklich bestätigen. Man merkt eigentlich nicht, dass die einen Mann weniger haben. Die hauen sich voll rein, spielen weiter mutig nach vorne und laufen eben noch ein bisschen mehr. Der Lohn dafür, das sind Chancen wie diese. Zum Glück hat die Austria Manuel Kallmann im Kasten. Kurz darauf dann Freistoß für die Violetten. Manuel Kreins, ganz knapp am Tor vorbei. Das wär's gewesen. Wir sind schon fast in der Nachspielzeit. Lang geht's nicht mehr in dieser Partie. Allerdings bei der Rudelbildung, da ist einiges zusammengekommen an Nachspielzeit. Vielleicht gelingt der Austria ja hier noch ein Treffer. Na, schön gemacht von Matthias Hausberger. Ganz trocken hat er diese Situation entschärft. Und das ist sicher nicht der Grund, warum Trainer Scheider sich hier aufregt. Fabio Tricuja. Ja, jetzt sind wir endgültig in der Nachspielzeit angekommen. Lange kann es nicht mehr gehen, sind die letzten Aktionen in diesem Spitzenspiel. Ja, und dann, das sieht gar nicht gut aus. Fabio Tricuja bleibt hier verletzt am Boden liegen, krümmt sich vor Schmerzen. Ja, kurz darauf, Schluss 2:2, der Endstand, das Erfreuliche, die Austria erhält natürlich nun die Tabellenführung. Seekirchen sitzt den Violetten weiter im Nacken. Aber was wirklich wehtut, das ist am Ende die Verletzung von Fabio Tricuja in der Nachspielzeit. Ja, ich glaube, in Seekirchen ist immer extrem schwierig zum Spielen, weil wir wissen, was die für Qualität haben. Wir sind brutale Kampftruppen und läuferisch extrem gut. Das hat man heute wieder am Anfang gemerkt. Und ja, ich glaube, wir haben wieder mal nicht verloren. Ich glaube, das haben wir schon eine längere Serie, wo wir nicht verloren haben. Und mit dem Punkt können wir auf jeden Fall leben. Natürlich hätten wir keinen gewonnen. Und hoffentlich ist beim Fabio nichts Schlimmes. Die Geschichte mit der roten Karte, hast du das mitbekommen? Was war da genau los? Ich habe das nicht genau gesehen. Ich bin auf der anderen Seite gestanden. Ich habe mir gedacht, ich darf jetzt nicht hinlaufen, weil ich habe auch schon gelb. Nicht das Montana gelb rot hole. Aber ja, Schiri zu entschieden. Hat im Endeffekt leider nichts mehr ausgemacht. Wir hätten natürlich gerne am Schluss noch 3:2 gemacht, aber ja, den Punkt müssen wir mitnehmen. Danke. Christian, 2:2 in Seekirchen und am Ende eine schlimme Verletzung. Nicht unbedingt unser bester Tag. Alles in allem, oder? Nein, das ist jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, dass in Seekirchen total schwer zum Spielen ist. Wir haben vielleicht eine Viertelstunde gebraucht, haben dann nicht mehr das Spiel gespielt, was sie von uns erwarten und waren dann nach dem 1-0, also Standard top da, haben dann 2-1 geführt. Und ich denke schon, dass wir dann die meiste Zeit das Spiel im Griff gehabt haben. Und leider ist in der Saison, wir haben noch kein Tor aus dem normalen Spielverlauf gekriegt, sondern nur Defensivstandards und das ist halt dann bei den Defensivstandards zu wenig. Werden dann im Endeffekt auch dann für unsere Spielweise ein Stück weit belohnt, dass der Gegner dann auszuckt. Das haben wir gewusst, dass es emotional wird und wir sind ruhig geblieben und sie haben die rote Karten gekriegt. Wir haben dann ein bisschen gebraucht, bis wir die Überzahl ausspielen und dann haben wir es sehr gut gemacht, finde ich. Und da muss halt von 10 Flanken müssen halt 5 immer reinkommen und dann wird es richtig heiß und das haben wir leider nicht geschafft. Und das ist das Bittere an dem Tag und das zweite Bittere, dass wir wahrscheinlich wieder schwere Verletzungen haben. Kannst du schon sagen, was der Fabio hat? Nein, kann ich nicht. Auf alle Fälle irgendwas mit dem Knie, leider. Müssen wir jetzt abwarten, die Untersuchungen abwarten kommende Woche und ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, vor allem für ihn, weil er jetzt wieder top drauf ist und Top-Leistungen abruft und ja, ist schade und nichtsdestotrotz sind wir ungeschlagen. Ich denke schon, dass wir summa summarum ein gutes Spiel gemacht haben und bei ein paar Dingen müssen wir uns einfach nur verbessern und da werden wir drauf arbeiten und dann sind wir hoffentlich ready für nächsten Samstag, wenn es im Stadtderby um 3 Punkte geht. Danke.